Guten Morgen! So, wir gehen jetzt los. Wir haben ja was ganz, ganz Tolles. Das habt ihr ja bestimmt schon gelesen. Wir haben Phoebe mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Aber es geht natürlich um Phoebe, denn wir haben ein Fotoshooting jetzt vor uns. Und ich bin so gespannt und freue mich riesig, weil Phoebe lässt sich ja nicht wirklich gern fotografieren. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie wir das zusammen hinkriegen, ob wir schöne Bilder rausbekommen. Also ich bin gespannt, freue mich riesig, hoffe, dass es nicht regnet und wir nehmen euch mit. Wie ist es? Schön ist es. Ich habe schon ein bisschen gucken können und es sind ganz, ganz tolle Bilder dabei. Aber ich bin mal gespannt. Also Phoebe hatte gerade ihre 5 Minuten, oder es waren gefühlt 10 Minuten. Sie ist völlig durchgedreht. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Pause, damit sie auch nicht zu hecheln, wieder ein bisschen ankommt und dann geht's weiter. Wow, war ich gerade mit Phoebe spazieren. Wir haben jetzt übrigens den Tag danach. Und ich habe doch tatsächlich schon gerade beim Spazierengehen die Nachricht bekommen, dass die liebe Laura uns schon die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Aber ich dachte mir, beziehungsweise für mich ist es klar, dass ich euch natürlich mitnehme. Und ganz kurz zur Erklärung. Sie hat es mir erklärt, dass sie erstmal komplett alle Bilder unbearbeitet in die Galerie hochlädt. Dann kann ich mir dort oder können wir uns alle Bilder anschauen. Sie hat dann so ein Wasserzeichen drunter, damit man es auch nicht klauen kann. Auf jeden Fall kann man dann eben die liebsten Bilder anklicken. Die sieht sie dann und dann kann sie eben die Wunschbilder von mir bearbeiten. In dem Paket, also in dem Preispaket von ihr, sind 3 bearbeitete Bilder dabei. Es werden definitiv mehr werden. Ich muss mich aber wirklich zusammenreißen, weil natürlich jedes weitere Bild Geld kostet. Oh, ein bisschen Chaos. Ein bisschen Phoebe-Chaos. Schnell Tee machen, dann ab aufs Sofa und Bilder aussuchen. Bilder. Juckt's, Maus. So, jetzt sitze ich hier mit Jonas. Also wir haben es beide jetzt natürlich schon mal durchgeschaut. Wir haben es schon sehr, sehr runter reduziert und die wollen wir euch jetzt mal zeigen. Und hier auf dem ersten Bild seht ihr ja einen zweiten Hund, einen zweiten Wuschelhund. Und da wollten wir noch kurz erklären, warum. Das ist nämlich der liebe Simba. Den habe ich schon ein paar Mal in den Videos erwähnt. Und die liebe Saskia ist die Hundemama vom Simba. Über die kommen wir nämlich überhaupt zu dem Shooting. Weil die Laura ist eine Freundin von der Saskia und die hat Saskia hier in Stuttgart besucht. Deswegen hatten wir die Riesenchance, mit Laura ein Shooting zu machen. Das hätten wir nämlich sonst, glaube ich, nicht gehabt. Am Schluss durften sie eben nochmal flitzen zusammen. Phoebe ist echt ausgetickt, weil die halt völlig drüber war nach dieser Stunde fotografieren, konnte man auch verstehen. Oder ich habe es auch gesehen, dass sie ja zwischendurch mal ihre 10 Minuten hatte. So, ja, und ganz wichtig, Lauras Website und Instagram-Kanal verlinken wir natürlich unten in der Infobox. Ihr könnt sehr, sehr gerne da mal vorbeischauen. Das ist eine ganz, ganz liebe und sympathische, macht wunderschöne Bilder und falls ihr da mal Lust habt, vorbeizuschauen, würden wir uns freuen und natürlich auch die Laura. Wir haben anfänglich 370 Bilder gehabt. Die haben wir jetzt runter reduziert auf unter 30, was eigentlich auch immer noch zu viel ist. Nee, weißt du, was lustig wäre? Ja. Wenn ihr mal in den Kommentaren schätzt, wie viele Bilder wir tatsächlich aussuchen. 3 sind in dem Paket drin und jedes weitere Bild müssen wir zahlen. Aber es ist so schwer, sich zu entscheiden. Das finde ich also richtig. Also das bleibt auf jeden Fall. Das ist, finde ich, mit das süßeste Bild aus dem gesamten Shooting. Das finde ich richtig cool. Das bleibt. Das ist einfach witzig. Das oder das? Das ist besser, oder? Das? Da guckst du nur so komisch. Oder die? Machen wir doch die. Das ist safe, oder? Christian? Das finde ich schon süß. Ja. Oh, ist das geil. Also das hier finde ich richtig süß von Phoebe. Mhm. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du hier halt noch
mehr Phoebe zur Kamera haben möchtest. Aber das finde ich dann süßer. Ich kann jetzt nicht. Es geht nicht. Ein weiteres geht nicht. Okay, also wie ihr seht, wir haben es, ich bin gespannt, wer in den Kommentaren richtig geraten hat. Wir haben es auf ganze 13 Bilder geschafft, auf die wir uns am Ende beschränken werden. Ich muss sagen, ich bin schon stolz auf uns. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass wir so viele Bilder jetzt nehmen. Die Bilder werdet ihr alle nach und nach auf der Website finden. Schaut da übrigens vorbei. Wir haben die vor ein paar Wochen richtig neu gemacht. Ja, aber ist noch in Arbeit. Genau. Mit den Bildern wird es natürlich dann noch schöner. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Vergesst nicht, liken und abonnieren und dann... Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, was die Bilder angeht. Und schaut, wie gesagt, gerne mal bei der Laura vorbei. Die würde sich auch freuen und... Adios. Ciao. Tschüss. Tschüssi.